ist keine rote Lampe an. Ach doch, da unten. Jetzt filmt er das auch noch. Ist ja unglaublich. Wir können eigentlich langsamer reden. Ne? Ich rede ja sowieso langsamer. Wir Rheinländer reden ganz schnell. Ja, es ist nur wichtig, dass Sie genauso schnell denken. Also es ist ja die Frage, öfters, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, warum habt ihr das eigentlich gemacht, Hauser Kienzle? Der Ursprung war eigentlich, dass wir in Diskussionen im Bundestag immer so einen Vorwurf bekamen, der eine sagt, die Steuern senken, der andere sagt, den Haushalt sanieren, beides gleichzeitig geht nicht. Und das ist erstens Quatsch und zweitens habe ich dann in der Rede irgendwann, und wir hatten glaube ich auch Vorgespräche mit den beiden Jungs von der Pressestelle, gesagt, ja, das ist ja ein bisschen so wie Hauser Kienzle. Ja, Solms, guten Morgen. Ja, Fricke, morgen Solms. Mensch, Fricke, Sie schon wieder. Aber Solms, Sie sind doch Vizepräsident. Sie wissen doch, da gibt es sowas wie Abstimmung und Demokratie. Und da hat leider noch die Große Koalition die Mehrheit. Ja, die Kanzlerin macht's mit. Sie sind doch Ausschussvorsitzender. Ja. Sie haben doch die Sache im Griff. Haben Sie ein Sofa im Arbeitszimmer? Dann haben wir überlegt, ob man darüber nicht mal sowas Ähnliches machen könnte wie Hauser Kienzle. So nach dem Motto, Solms erklärt immer wieder Steuern senken und ich erkläre immer wieder dauerhaft, wir müssen aber auch den Haushalt sanieren, die Neuverschuldung auf Null. Ich mache mir viel mehr Sorgen um Bonn, um die Bundespolitik. Was ist mit Ihrem Haushalt, Fricke? Sehen Sie, Solms, ich mache mir mehr Sorgen um Berlin und um die Bundespolitik, aber ich gebe Ihnen schon recht mit dem Haushalt. Haben Sie das bar bezahlt? Haben Sie das nicht überwiesen? Tja, und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir das einfach mal. Man fängt langsam an und man hat auch gemerkt, also wenn wir das versuchen würden, zu genau zu planen, dann geht uns Kreativität verloren. Denn gute Schauspieler sind wir sicherlich nicht. Wir sind völlig normale Menschen an der Stelle, soweit man das bei Politikern sagen kann. Ach ja, da. Na eben doch. Dann sage ich, bin noch dabei, aber ich hab's noch nicht ganz. Mhm. Dann kann er mich ermahnen, das muss sauber finanziert sein. Okay. Und dann, wer gibt Kommando? Nicht lesen, Sie sollen posen. Und dann haben wir es einfach mal probiert. Der erste war ganz gut, der zweite wurde noch besser, der dritte war auch. Und ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Niveau erreicht. Wir müssen natürlich immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und das Schöne ist halt, die jetzt das hier hören, sagen, oh, immer diese Monologe von Politikern. Man kann halt im Dialog, egal wie er ist, immer besser zuhören als im Monolog. Endlich hat er es verstanden. Das ist ja toll. Das nutzen wir und ich glaube, es ist etwas unterhaltsamere Politik, die aber auch eine Message rüberbringt und ein paar Informationen. Und Spaß macht's auch, wenn sonst kommt.